Da gibt's auch Körperkontakt. Das ist Bordercross. So, das Viertelfinale mit deutscher Beteiligung. Konstantin Schad in der blauen Startnummer. Jetzt zählt's für ihn. Von hinten gesehen ganz rechts. In blau. Wieder mit einem guten Start. In schwarz, das ist Lukas Grüner, der Österreicher. In gelb, Paul-Henri Delerue, der Franzose. Und in rot, Nate the Great Holland. Vierfacher X-Games-Sieger. Das sind die Olympischen Spiele der Fun-Sportarten. Konstantin Schad, oberer Teil, brillant gefahren. 3-4 Meter hat er Vorsprung. Innen schiebt sich Paul-Henri Delerue nach vorne. Jetzt die Verfolger gleich auf. Lukas Grüner in schwarz, schickt sich nach vorne, saugt sich ran an Konstantin Schad. Und der macht wieder die Tür nicht zu. Wie im Achtelfinale, fällt zurück auf Position 2. Konstantin Schad. Jetzt fährt er außen, auch wie zuvor, aber er schneidet den Weg ab und hält Nate Holland hinter sich. Lukas Grüner aus Österreich und Konstantin Schad. Die beiden sind eine Runde weiter und stehen im Halbfinale. Der Mann mit dem bayerischen Helm. Da geht was heute. Für diejenigen, die des Bayerischen nicht mächtig sind, da geht was heute. Das heißt, heute ist was drin. Super gefahren, hier wie sich durchgesetzt hat. Gegen den vierfachen X-Games-Sieger Nate Holland. Das war schon aller Ehren wert. Souverän. Und bisher war er erst ein einziges Mal in seiner Karriere in den Top 8.